Hallo ihr Lieben, heute mal dick eingemuckelt und auch nicht extra nochmal zurechtgemacht, was den Hintergrund hat, dass ich habe dieses Video schon mal gedreht und wollte heute das Video hochladen, damit es morgen online geht und es hat nicht geklappt, irgendwas stimmt mit der Datei nicht, deswegen jetzt nochmal, ich weiß, es stört euch nicht. Und zwar geht es um ein ganz besonderes Projekt, das ich zusammen mit der lieben Elisa vom Kanal Elisa Make-up und der bezaubernden Mrs. Rosarot mache, also mit der lieben Vanessa. Und zwar haben wir uns ein Project Six Hard to Pen ausgedacht. Grundsätzlich machen wir ja gerne Project Pens. Ich liebe es. Es ist eins meiner absolut liebsten Formate. Ich weiß, viele interessiert das null. Und ganz viele interessieren auch die Gewichte nicht. Mich interessiert es aber und darum mache ich es ja schließlich mein Kanal. Wir haben uns jetzt 6 Produkte rausgesucht und ich animiere euch hiermit dasselbe auch zu tun. Und zwar mit Produkten, die super schwer leer zu machen sind. Und wenn ihr euch interessiert, welche Produkte für mich schwer leer zu machen sind und die ich mit ins Projekt nehme, dann bleibt unbedingt dran. Ja, ich habe wieder alles abgewogen. Escher Taschenwaage, nichts Neues für euch. Wird wie immer in die Infopost verlinkt, weil ich sie großartig finde und ich bekomme keine Provision. Auch das erzähle ich euch jedes Mal. Ich habe mir wieder aufgeschrieben in mein schlaues YouTube-Büchlein, was ich ins Projekt mitnehme. Ich werde euch auch Detailaufnahmen einblenden, damit ihr seht, wie voll diese Produkte noch sind. Und zwar habe ich mir einmal vorgenommen, leer zu machen, den Brûlé von Wet n Wild. Ich schminke mich in der letzten Zeit nicht mehr so stark an den Augen, wie ich es noch vor einem Jahr gemacht habe. Das sieht man, glaube ich, auch. Also Lidschatten trage ich sehr selten. Und was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich den Pony wieder rauswachsen lasse? Oder findet ihr, der Pony soll bleiben? Egal, schreibt es mir. Auf jeden Fall habe ich diesen kompletten Lidschatten mit ins Projekt genommen oder nehme ich mit ins Projekt. Da ist noch kein Hit the Pan zu sehen. Der ist noch relativ voll, hat ein kleines, eine kleine Kuhle in der Mitte. Aber das Muster ist am Rand noch deutlich zu sehen. Wie gesagt, ihr seht es gleich in der Detailaufnahme. Den möchte ich gerne leer machen und ich hätte mir Lidschattenpaletten leer zu machen, kommt für mich nicht mehr in Frage. Ich habe das mal getestet und es hat mich so genervt, dass ich dann irgendwann gar keinen Bock mehr auf die Palette hatte und sie verschenkt habe. Und ja, diesen möchte ich gerne leer machen. Ich habe nämlich noch einen hautfarbenen Single-Lidschatten, der dann anschließend drankommt. Also den möchte ich gerne platt machen. Das ist ein Lidschatten mit wie viel Gramm? 1,7 klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber ja, dafür, dass ich nicht oft Lidschatten trage und ich benutze den tatsächlich zum Ausblenden in der Crease und auf dem gesamten beweglichen Lid, um das Augenlid so ein bisschen zu neutralisieren. Ich probiere es. Und wenn ich den hier leer kriegen sollte, bis Ende des Jahres oder vor Ende des Jahres, werde ich auch direkt noch den anderen mit reinnehmen. Quasi so eine Rotation, damit ich die leer bekomme. Großes Ziel für dieses Jahr, aber ich habe den Brûlé auch schon mal leer bekommen, aber ich brauche dafür definitiv eine ganze Weile. Der startet jetzt mit einem Gesamtgewicht von 9,69 Gramm ins Projekt, aber ist natürlich auch die Verpackung mit dabei. Dann nehme ich mit rein einen nahezu neuen, habe ich jetzt heute auf den Lippen, einfach nur um ihn zu zeigen. Ein schönes Peach, also My Lips But A Little Bit Peachiger and Better. Und zwar ist das ein Colourpop Lippenstift in der Farbe What's Your Sign. Und zwar einer von diesen Luxurious Cream. Das ist ein Lippenstift, den habe ich jetzt dreimal verwendet, also er ist neu. Und ich habe auch in einem Project 10 Pen habe ich einen Lippenstift mit drin. Allerdings einen, der schon ziemlich runtergenudelt ist, ne? Also den ich auf jeden Fall hoffe ich zu schaffen in 3 Monaten. Und den hier mag ich sehr gerne. Ich liebe ja den Fenty Beauty Gloss Bomb und der sieht auch darüber sehr schön aus. Habe ich heute nicht, sondern schier. Aber einen ganzen nagelneuen Lippenstift nehme ich mit ins Projekt und versuche den in diesem Jahr leer zu machen. Und wenn der leer ist, werde ich auch hier im rotierenden System nochmal einen Lippenstift reinnehmen, wobei 2 komplett neue Lippenstifte, das wird wohl nichts werden. Und der startet mit 31,72 Gramm ins Projekt. Dann nehme ich einen Blush mit rein. Und zwar habe ich ja schon mehrfach erwähnt, dass mein liebster Blush auf der Welt der Luminoso ist.
Und wie ihr seht, da ist auch noch richtig viel drin. Von einem Hit the Pan ist nichts zu sehen. Natürlich ist die Kuhle, also die Kuppel, ein wenig abgetragen. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr schimmernder Blush. Und man braucht sehr wenig davon, um ihn auch im Gesicht wahrzunehmen. Von daher wird das schon eine echte Herausforderung. Und der startet mit 41,08 Gramm ins Projekt und ist ein Blush, den ich nachkaufen würde, wenn er dann leer ist. Vielleicht sollte ich deswegen eher einen anderen nehmen. Aber ich möchte mich jetzt nicht in 2019 mit Produkten quälen, die ich eigentlich nicht mag, nur um was leer zu bekommen. Dann nehme ich mit rein mein Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer. Ich habe auch den normalen Milk Chocolate Bronzer, den Chocolate Bronzer. Aber ich bin übers Jahr gesehen doch eher so wie jetzt und nicht so super dunkel. Und deswegen halte ich das für eine gute Idee. Man kann hier auch noch die Schrift zu 100% erkennen. Natürlich habe ich den schon ein paar Mal benutzt, aber er ist trotzdem noch so gut. Also man sieht noch die komplette Schrift. Es gibt keine echte Kuhle. Ich mag den sehr gerne. Und auch den würde ich wahrscheinlich nachkaufen, wenn er dann mal leer ist. Ich wollte erst den Butter Bronzer von Physicians Formula mit reinnehmen. Aber dachte mir, nee, ich will es mir auch ein bisschen schwer machen, weil der Buttergloss, der ist so pudrig. Und ich gehe immer mit dem Pinsel rein, klopfe den Pinsel dann ab und dann ins Gesicht. Dabei geht bei dem Butter Bronzer wahnsinnig viel Produkt verloren. Das habe ich hier jetzt nicht. Und ja, der ist auch mit drin und startet mit geschmeidigen 81,22 Gramm Produkt. Gewicht meine ich, aber die Verpackung ist auch sehr hochwertig, sehr stabil. Die macht den Löwenanteil des Gewichts aus, ja wohl klar. Dann nehme ich mit rein. Ja, man kann es nicht sehen, aber ich hatte die Flasche aufgedreht. Ich werde das gleich, wenn ich das nochmal im Detail abfilme, werde ich ein Klebchen drauf machen und das irgendwie markieren. Ich weiß noch nicht genau wie, weil er ist noch ungefähr so voll, also auf jeden Fall zu 2/3 bis 3/4, also es ist noch viel Produkt drin. Es sind ja auch insgesamt 50 Milliliter enthalten und 50 Milliliter Flüssighighlighter. Hallo, das ist echt viel Produkt. Und den möchte ich gerne platt machen und auch den würde ich dann nachkaufen. Aber ja, ich wollte auf jeden Fall einen Highlighter mit reinnehmen und eigentlich wäre es klüger gewesen, ein Puder reinzunehmen, weil ich mehr Puder als Flüssighighlighter habe. Aber auch da wieder, ich trage kaum noch Puder-Highlighter, weil das meine Cremefüße meist so ein bisschen betont. Und gerade jetzt in der trockenen Jahreszeit, Heizungsluft und so weiter, wird mich das auf Dauer ärgern. Und deswegen nehme ich den mit rein, mit einem Startgewicht von 69,62 Gramm, genau. Und das letzte Produkt, das ich mit reinnehme, ist ein Inglot Nagellack. Und zwar in der Farbe, ja, 926, das ist ein sehr, sehr schöner Lack, aber mir gefällt der Farbunterton nicht so hundertprozentig gut. Grundsätzlich ist es aber so, diese Inglot Nagellacke sind für mich von der Formulierung die besten. Ich mag, dass die so einen feinen Pinsel haben. Ich mag, dass die Konsistenz so dünn ist. Das passt sehr gut zu dem dünnen Pinsel. Also für mich die besten Nagellacke, die es gibt. Allerdings nur mit einem Topcoat drüber. Ohne Topcoat habt ihr dann einen Tag später schon nichts mehr von. Sonst halten die wirklich gut. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Aber das ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe. Und das ist halt der Grund, warum ich ihn noch nicht so oft benutzt habe. Den habe ich schon markiert. Seht ihr gleich in der Detailaufnahme oder zwischendurch. Der ist echt schön, aber nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe. Deswegen ja, wird er langsam alt. Ich habe ihn schon eine ganze Weile und ich habe ihn schon eine ganze Weile offen. Die sind eigentlich nach Öffnen 12 Monate haltbar. Und bei den Inglot Nagellacken muss ich wirklich sagen, die Formulierung ändert sich, die werden irgendwie komisch, die halten dann nicht mehr so gut. Und natürlich dicken auch die an, muss leer werden. Nagellack für 10 Euro muss bei mir nicht in der Schublade vergammeln, wäre einfach zu schade. Also den nehme ich mit rein und der startet mit 45,58 Gramm, genau. Wie gesagt, ich blende euch oder habe euch Detailaufnahmen eingeblendet, damit ihr auch genau seht, wo ist jetzt der aktuelle Stand, sofern man es sehen kann, damit ihr seht, dass ich nicht betuppe. Vielleicht wird der ein oder andere sagen, naja, so einen hautfarbenen Lidschatten leer zu machen, kann ja so schwer nicht sein. Es ist nicht leicht, ne? Also wer es mal probiert hat, der weiß es ganz genau. Und ja, wie gesagt, im rotierenden System wird dann noch ein anderer Lidschatten aufgebraucht, sollte der dann leer werden. Ich glaube schon, dass ich das schaffe. Ich habe den Brûlé auch schon zweimal leer gemacht, aber es hat jedes Mal weit über ein Jahr gedauert. Also,
Das dazu, das ist unser Projekt. Schaut auf jeden Fall bei der süßen Vanessa und der zuckersüßen Elisa, jetzt mache ich da Unterschiede, bei den beiden Saubermäusen vorbei. Ich verlinke sie euch selbstverständlich in der Infobox. Ich mag sie wahnsinnig gern, erzähle ich euch auch immer wieder. Und schaut, was die beiden in ihre Projekte hineingenommen haben. Jeder hat ja auch andere Sachen, die er schwer leer zu machen findet. Genau, und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Das wäre richtig klasse. Und wenn ihr euch jetzt auch 1, 2, 5, 7, 12 Produkte rausgesucht habt, bei denen ihr sagt, ich liebe sie, sie liegen aber in meiner Schublade und ich benutze sie nicht, weil ich sie liebe, weil ich nicht möchte, dass sie leer werden, macht es nicht, Mädels. Ganz ehrlich, ganz blöde Idee. Das Zeug vergammelt euch in der Schublade und ihr haltet euch mit Sachen auf, die ihr vielleicht nicht so sehr mögt. Deswegen seht zu, dass ihr euer Zeug leer kriegt. Dafür ist es Kosmetik. Und wenn es dann leer ist, kann man es immer nachkaufen. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr schaltet wieder rein und passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.